So, genug gegoogelt, der Kaffee wird hart. DAW-Versteher, dein Podcast im Recording-Blog mit Björn und Jonas. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von deinem Lieblingspodcast. Die DAW-Versteher melden sich zurück hier aus der Laterna Magica des deutschen Audiowesens. Wir sind hier im Storia Mastering Studio an meiner Seite, gut erholt, tourgestellt und frisch gebräunt, die goldenen Ohren von Holwig, Björn Schlüter. Schön, dass ich da sein darf. Schön, dass du hier bist und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur neuen Folge. Ich freue mich sehr, dass du da bist und dass wir uns heute gegenseitig von unseren Erlebnissen der letzten, es waren ja jetzt 3 Wochen, nicht nur zwei Wochen, dazwischen erzählen können. Und meine Damen und Herren, halten Sie sich fest, heute wie immer an meiner Seite der gut aussehende, charmante Herr aus Münster-Wolbeck, Jonas Wagner. Ja, frisch rasiert, auch auf dem Kopf drauf. Dazu gibt es direkt eine Geschichte, weil mein Rasierer ist schon ein bisschen älter und ich habe den, der funktioniert aber immer. So, in Griechenland war es jetzt aber so, ich wollte mir die Murmel schälen, so wie ich sage immer, ich gehe mir nochmal eben kurz die Murmel schälen, nimm also den Kurzhaarausschnitt und irgendwie hatte der entweder Luftfeuchtigkeit, hatte seine Tage oder ein Sonnenwind stand schief. Auf jeden Fall setze ich so an, fahre so rein und... Und jeder, der sich schon mal die Haare selber mit einem Kurzhaarschneider geschnitten hat, irgendwie der weiß, okay, wenn das Ding frisst, dann ist Holland in Not. Jetzt hatte ich aber schon eine halbe Bahn gefahren. Irgendwie sah so aus wie Kacke. Und habe jetzt unter Schmerzen mir dann die Murmel geschält irgendwie und danach erstmal einen neuen Aufsatz bestellt. Ja. Das war, aber ja, frisch rasiert, frisch frisiert und frisch gebräunt. Vor allem, ich habe für die YouTube-Zuschauer hier auch nochmal ein T-Shirt angezogen. Um zu zeigen. Obwohl es schon frisch ist, ne? Ja, obwohl es schon frisch ist und ich ja so eine Frostbeule bin, ne, tatsächlich. Ich habe Heizung an. Um einfach mal zu zeigen, dass sich die Workation auch gelohnt hat, also zumindest optisch gelohnt hat, aber auch inhaltlich gelohnt hat. Aber du warst auf Kreta. Ich war auf Kreta. Wir waren beide ja in Griechenland quasi. Bei mir bringt das nur nicht so viel mit dem Bräunen. Also mein Hautton bleibt Mozzarella quasi. Aber ich zitiere da die ganzen Engländer am Strand, die ja immer sagen, nach Rot kommt Braun. Ja, bei dem kommt, aber da habe ich auch einige von gesehen. Da kam aber nach Rot, kam aber Dunkelrot dann. Nee, nach Rot kommt ab. Eieieiei, also da haben einige gebrutzelt, die sahen aus wie so eine alte Lederhandtasche. Ja, die lagen auch morgens schon um 8 Uhr und abends um 8 Uhr lagen die aber immer noch da, ne? Tatsächlich hatte ich ganz andere Probleme. Ich habe nämlich, also man muss sagen, wir hatten ja eine tolle Villa da, wie ja schon von erzählt, mit eigenem Pool, direkt am Meer. Also es war wirklich... eigentlich noch besser als das, was wir uns vorgestellt haben, wie es sein sollte. Mit dem tollsten, nettesten Vermieter ever. Der George, großer BVB-Fan, hat... George ist wahrscheinlich auch Franz. Weiß ich nicht, er hat sich als George vorgestellt. Auf jeden Fall großer BVB-Fan. Ja. Und sein Sohn hat eine Miniatur vom Westfalenstadion. Und krass. Weiß ich nicht. Also total, total cooler Dude auf jeden Fall. Hat uns immer Wein gebracht und Olivenöl und frisches Obst und so. Naja, das Einzige, was ich nicht vertragen habe in dem Urlaub tatsächlich, war der Pool. Weil da war... Da war so viel Chlor drin. Also zwischendurch haben wir schon gedacht, wenn da jetzt mal irgendwie so eine, wir hatten so ganz viele Katzen, da gibt es unheimlich viele Straßenkatzen. Ja, in Griechenland aber überall. Aber wirklich viele. Ja, ja. Wir haben schon mal gedacht, wenn so eine Katze da reinfällt, die wäre wahrscheinlich in 2 Minuten aufgelöst. Genau, also das war wirklich heftig. Irgendwie das Meer hat das dann aber wieder, das Salzgehalt des Meeres. Komm, darauf stoßen wir an. Hat es dann wieder gut gemacht auf der Haut. Prost, mein Lieber. Ja, schöner Kaffee. Mm. Schwarz, heiß, lecker. Ja, und Kreta war auch richtig warm. Tatsächlich hatten wir, als wir gebucht haben, mal so geguckt, hieß es so, ja, so Anfang Oktober hast du so zwischen 21 und 24 Grad, so die Ecke. Wir hatten, aber wenn die Sonne steht, dann... Ja, wir hatten 30, 29, 28, ja, so die Ecke. Ja. Tatsächlich, danke an den Klimawandel, in Anführungszeichen. Tatsächlich hatten wir 7 Regentropfen. Vielleicht waren es auch 8. Ich hatte die anderen 7 Milliarden. Ja? Ja, ja. Also war wirklich nur... am Abreisetag, glaube ich, war es sogar. Ja. An dem Sonntag sind wir ins Auto gestiegen und da hat es irgendwie 8 Regentropfen gegeben. Wir haben uns viele coole Sachen angeguckt, haben aber auch schön entspannt. Tatsächlich bin ich diesmal auch relativ schnell in den Urlaubsmodus gekommen. Gut, die wichtigste Frage ist ja eigentlich, wie hat es geschmeckt? Was genau? Also zum einen... Was hast du am liebsten gegessen? Bifteki wahrscheinlich. Zum einen, Punkt 1 war ja, warst du das nicht mit dem mit der Warnung, dass der Tzatziki wahrscheinlich ohne Gurken ist auf Kreta? Ja. Das stimmt schon mal nicht. Ich habe dir direkt am ersten Tag, als wir angekommen sind, Tzatziki bestellt und direkt ein Foto geschickt. Ja. Ne? Tzatziki war tatsächlich überall grandios da, gar keine Frage. Ja. Was die Griechen meiner Meinung nach nicht können, ist Bier. Das stimmt. Wobei doch, ich habe ein Bier getrunken. Fix. Kennst du Fix? Ja, ja, ich habe Fix auch getrunken. Ja, ja. Fix ist auf jeden Fall deutlich besser als
Mythos und Alpha und was da sonst noch so alles. Ich habe Mammos zum ersten Mal getrunken. Mammos ist tatsächlich ein urgriechisches Bier tatsächlich. Aha. Das wird bei uns auf der Insel jetzt angeboten. Also neben den Turi-Bieren, ja, ne, die natürlich Fix, Mythos und dann natürlich hier dieses holländische, wie heißt das noch hier? Stella Artois gibt es noch, Amstel gab es noch ganz viel. Und so ein Zeug irgendwie so. Von Amstel kannst du das alkoholfrei am besten trinken. Aber, ich habe Mammos getrunken und das war auch sehr lecker, sehr süffig auf jeden Fall. Das läuft, aber das hat natürlich mit deutschem Bier jetzt nicht so viel zu tun. Ja, ich fand, wie gesagt, das Fix fand ich dann so irgendwie, ja, in irgendeiner Strandbar habe ich das dann mal entdeckt und habe gedacht, jo, das kann man ja trinken. Trinken die Griechen halt tatsächlich auch. Habe ich auch von denen tatsächlich gelernt, weil ich habe immer gerne Mythos getrunken. Und dann hat mein Vermieter mir, der Nico, hat dann Fix serviert und habe ich das probiert und habe gedacht, okay, ich dachte da auch, das wäre so Touri-Bier, aber in Wirklichkeit trinken die Griechen das auch sehr viel. Ja, das ist so, so ein bisschen naturtrüb tatsächlich, so ganz leicht. Ne? Also wie gesagt, das war auch sehr, sehr gut. Und was mich stark gewundert hat, die enorme, übertriebene Nettigkeit und Gastfreundschaft. Ich meine, klar, du bist auf Kreta, das ist natürlich eine Insel, die zu 100% gefühlt von, oder von Tourismus, Oliven, Wein lebt. Ja, das ist in weiten Teilen Griechenlands sogar so. Genau. Also. Aber trotzdem fand ich es krass, egal in welcher Kneipe oder Taverne oder Restaurant, ich sag mal, selbst wenn du dich dann nachmittags nur hingesetzt hast und ein Bier getrunken hast oder so, ja, du hast immer was zum Snacken auf den Tisch bekommen. Chips oder Nüsse oder sowas. Dann waren wir in, in einem wunderschönen Küstenort. Namen habe ich natürlich wieder vergessen. Peng. Genau. Haben uns da hingesetzt. Da war es sehr heiß. Es war ein sehr heißer Tag. Ja. Haben uns hingesetzt, haben irgendwie Bier, Wein so bestellt irgendwie. Und haben wir erstmal einen Liter Wasser auf den Tisch gestellt gekriegt umsonst. Also das war schon wirklich sehr, sehr krass. Und vor allem überall, wo du gegessen hast, gab es im Anschluss kostenlos, und jetzt halte ich fest, Raki. Raki? Okay, auch Kreta wird also Raki getrunken. Es gab nicht einmal Uso in der ganzen Zeit, wo wir da waren. Es gab nur Raki. Ist Raki nicht eher türkisch? Genau, aber was ich ja auch gelernt habe, ist ja direkt gegenüber. Kreta ist im Prinzip ja näher an der Türkei als am Festland von Griechenland. Ja. Oder ungefähr gleich weit weg. Deswegen gibt es da zum Beispiel ganz, 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 ganz viel auch Gerichte, die schon in die türkische Richtung gehen. Ne, so Pide-ähnliche Sachen haben wir zum Beispiel gegessen. Das war super. Und es gibt auch alles, was es in Schwein gibt es auch immer in Hähnchenform. Ja, genau. Kotopulo. Genau, das fand ich sehr interessant. Und wir haben fantastisch gegessen. Überhaupt keine Frage. Also es war wirklich von vorne bis hinten. Viel Fleisch, die Frage? Ja, doch, tatsächlich. Tatsächlich? Okay. Tatsächlich. Also wir hatten einen Vegetarier dabei und haben gedacht, ja gut, Griechenland, da ist ja auch dann viel mit vegetarischen Sachen. Tatsächlich hat sich der Kumpel eher durch die Vorspeisen gefuttert. Ja gut, da sind die auch normalerweise verortet, ja. Genau, als jetzt durch die Hauptgerichte, da war es dann doch eher sehr Fleisch und vor allem auf Kreta natürlich sehr fischlastig, muss man sagen. Mhm. Bietet sich natürlich auf so einer Insel auch sehr, sehr gut an, aber es war wirklich von vorne bis hinten super lecker und man muss auch wirklich sagen, das ist jetzt nicht entscheidend, aber ich finde vor allem auch sehr preiswert. Also, ich sag mal, ein Hauptgericht mal über 20 Euro habe ich da selten gesehen. Also wir waren auch zweimal sehr, sehr gut essen. Jetzt nicht in der Taverne um die Ecke, sondern wirklich in sehr, sehr gut bewerteten, etwas schickeren Restaurants, sage ich jetzt mal. Selbst da sind wir mit 4 Personen mit Getränken, mit Vorspeise, mit Dessert. Also wirklich an Preise gekommen, wo ich dachte, okay, da gehst du in Deutschland in die Dorfkneipe essen und dann bist du das schon das Gleiche, ungefähr los, ne? Ohne die Getränke. Also rundherum super gelungen, ganz tolle Insel, ganz tolle Menschen, tolle Location, wo wir gewohnt haben. Das Einzige, was gar nicht geht, ist der Flughafen auf Kreta. Okay, den kenne ich noch. Ich war ja noch nie auf Kreta. Also, Leute, ich habe schon viel gesehen. Ich war auch schon auf vielen Flughäfen dieser Welt unterwegs. Aber dass ich mal auf eine Herrentoilette in einem Flughafen gehe und nach 2 Metern direkt wieder kehrt mache und rausgehe, ist mir, glaube ich, tatsächlich in Frankreich passiert, auf der Tour. Ja, das war aber eine Autobahntoilette, wo ich nicht drauf gehen konnte, auch nicht zum Pinkeln. Aber diese Toilette ist eine absolute Frechheit gewesen. Und wir haben dann so ein bisschen auch mit unserem Vermieter darüber gesprochen und haben dann auch gesehen, wenn wir mal bei Google ein bisschen Google-Bewertungen lesen, zum Beispiel vom Flughafen Heraklion, es gibt ja 2 auf Kreta. Heidewitzka, Kapitän. Also das sieht wirklich so aus wie in Deutschland so in den 70er, 80ern. Krass. Irgendwie, das ist alles relativ kaputt und siffig da. Muss man leider so sagen. Tut mir jetzt leid. Aber für Kreta. Der Gute ist, die Landebahn
beginnt tatsächlich einen halben Meter hinterm Wasser. Das heißt, wenn er dich trifft, macht blub. Das ist echt cool. Also das ist wirklich, sobald quasi das Meer endet und das Land beginnt, genau da landet der und muss dann auch eine ziemlich krasse Bremsung machen, dass er da landen kann. Also es ist wirklich ein ganz kleiner, schnuckeliger Flughafen. Ja. Der halt leider nicht so schnuckelig ist, wenn man dann mal drin ist. Ja, wir haben tatsächlich auf Zakynthos, meine Insel, haben wir im Ionischen Meer, und da komme ich gleich auch nochmal kurz zu, wie sich das wettertechnisch abgespielt hat, der Unterschied, ist es tatsächlich so, da gab es auch früher einen ganz kleinen Flughafen, klein, aber fein, und dann wurde ein großer gebaut, aber der kam nie so richtig aus dem Quark. Also man hat immer so den eigenen, die Griechen fangen immer geil an und dann irgendwann verlieren die Lust und die Luft irgendwie so. Das habe ich auch gedacht an vielen Stellen. Und dann wurde halt dieser Flughafen irgendwann von Fraport gekauft. Wurde in das Portfolio eingefügt und ab da lief es plötzlich. Weißt du, früher musste man, es gab also in diesem neuen Flughafengebäude gab es zum Beispiel ein Kofferband direkt hinterm Schalter. So, aber es gab von 20 Schaltern waren nur 3 offen, immer. Das heißt, die Schlangen standen immer bis draußen. Und dann, wenn man seinen Koffer auf die Waage gestellt hat, musste dann man den wieder mitnehmen, dann woanders hingehen, dann durchleuchten lassen und dann hinter dieser Durchleuchtung, wo alle durch mussten, da wurde der dann auf ein einzelnes Band gelegt. Und mit der Übernahme von Fraport wurde da vieles professionalisiert und dann konnte man seinen Koffer auch quasi von der Waage aus aufs Band fahren sehen und dann funktioniert es auch. Und seitdem war da auch tatsächlich alles funktionierte, die Toiletten waren sauber und so weiter, und das will ich jetzt nicht der deutschen Gründlichkeit zuordnen, sondern einfach, dass da eine internationale AG dahinter gestanden hat, die das einfach mit ihren Prozessen optimiert hat. Die Koordination des Ganzen, der Prozesse. Und wettertechnisch war es bei mir tatsächlich auf der Insel so, und nicht, dass ihr euch wundert, wir werden jetzt nicht nur über Griechenland und Urlaub sprechen, wir sind natürlich nach wie vor ein Audio-Podcast, also für alle, die sich jetzt wundern, dass wir jetzt schon seit 10 Minuten über Urlaub reden, aber es muss ja auch mal um aktuelle Dinge gehen. Wettertechnisch, Zakynthos liegt im Ionischen Meer, direkt gegenüber von Italien und kurz hinter Albanien, also nicht auf der Seite Richtung Türkei rüber, sondern auf der anderen Seite. Und da merkt man den Herbst dann durchaus schon. Das heißt, es wird abends natürlich, wenn es dunkel wird, dann auch relativ feucht. Insel ist klar, ne? Aber dann kommt auch schon mal schlechtes Wetter rüber. Und tatsächlich, die Stadt, wo ich immer noch bin, da ist normalerweise ein Sumpf. Die Stadt heißt eigentlich Limnikeriou, also der See von Keri. Keri ist das Dorf oben auf dem Berg. Mhm. Und der See von Keri ist quasi dieses kleine Fischerdörfchen. So. Und der See war aber immer ein Sumpf, der war immer leer. Und als ich angekommen bin, war der voll mit Wasser. Ich habe den im 25 Jahren noch nicht mit Wasser gesehen. Okay. Und es hat 3 Tage vorher so stark geregnet und dann zwischendurch auch mal so stark gestürmt, dass der See wieder voll Wasser gelaufen ist, was erstaunlich ist. Und auch das muss man natürlich... Das hat mir unser Vermieter auch erzählt, da von der Unterkunft, dass es auf dem Festland in Griechenland auch so heftig geregnet hat, dass es da richtig Überflutungen und keine Ahnung was war. Ja, weil die natürlich nicht auf Regen ausgelegt sind, mehr oder weniger. Das ist ja wie bei den ganzen südeuropäischen Ländern oder so, dass sie jetzt keine echte Kanalisation haben oder sonst was, weil die brauchst du halt, also jetzt für Regenwasser meine ich jetzt, ne? Also auf den Straßen, die halt einfach nicht brauchen. Ne? Ja. In dem Fall gibt es jetzt an dieser Stelle gibt's einen See, der kann dann voll laufen, das ist alles gut. Aber dass der tatsächlich mal als See funktioniert, habe ich jetzt noch nie gesehen. Und was er natürlich den positiven, / negativen Effekt hat, positiv für die Umwelt, negativ für die Touristen, dann kommen die ganzen Mücken raus. Und das ist echt ein Problem, wenn du deine Tür nicht zumachst beim Zimmer, irgendwie dann nachts irgendwie so. Und ich, Schlaukopf, habe dann irgendwann mal so die Idee gehabt, ich hatte den ganzen Tag gearbeitet, ich war zu Workation da, ich habe die ganze Zeit gearbeitet. Und bin dann den ganzen Tag vorm Rechner gesessen, habe nichts gemacht, bin dann Abendessen gegangen und habe gedacht, ah, weißt du was, ist doch eine gute Idee, wenn du jetzt nochmal eben 2,5 Kilometer um den Sumpf machst, irgendwie zu Fuß, lauf los, 7:30 abends, und habe nicht bedacht, dass ich vielleicht doch besser vorher nochmal Autan oder Antibrum genommen hätte. Irgendwie da war was los, es war eine meiner schlechteren Ideen, definitiv. Irgendwie. Klingt so. Ja. Aber ansonsten habe ich viel geschafft, habe mich sehr gefreut, habe den, die meisten Leute sind schon total genervt, wenn ich sage, aber ich habe den Premium-Bereich tatsächlich nochmal überarbeitet, habe ein neues Forum eingebaut, habe jetzt das Abo-Modell vorerst abgeschafft, das heißt, es gibt kein Abonnement mehr im Premium-Bereich, habe alles umgestellt technisch, sodass es jetzt nur noch 1 Monat, 3 Monate, 6 Monate und 12 Monate gibt, und wenn man nach 12 Monaten immer noch der Meinung ist, dass der Premium-Bereich eine saugute Idee ist, wie ich zum Beispiel, dann kann man auch wieder verlängern, muss man aber händisch. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Leute schreiben, läuft ja gar nicht automatisch weiter und so weiter. Aber wie gesagt, es gibt für jeden Zeitraum, für jeden Wunsch und für jede Idee gibt es jetzt ein Angebot. Das heißt, falls du mal darüber nachgedacht haben solltest, in den Premium-Bereich mal reinzuschnuppern, schau einfach auf der Seite, Link ist unten unter dem Video oder in den Shownotes verlinkt.
Kannst mal reinschauen. Lohnt sich auf jeden Fall. Und keine Abo-Falle. Ich bin ja immer der Meinung, dass die Abo-Falle vorm Rechner sitzt. Also der Typ, der vergisst zu kündigen. Aber das ist nur meine Meinung. Und falls ihr euch gleich wundern solltet, dass hier etwas Haariges durchs Bild laufen sollte. Die Gräfin von Sante Cristo ist heute auch wieder da. Unser Hund Ilva reckt und streckt sich gerade hier außerhalb des Bildes. Und für Leute, die uns zuhören, der Hund ist ungefähr 30 Kilo schwer, aber legt sich gerade schon wieder hin und hat seine große Freude, hier Studiohund zu sein. Wenn die Kamera gleich ausgeht, dann hat sie das Stromkabel da aus der Wand gerissen. Ja, tatsächlich. Das wäre jetzt nicht so cool irgendwie. Werden wir mal gleich beobachten. Also, ihr werdet es sehen. Werdet ihr es ja sehen. Dann hat die Gräfin sich auf jeden Fall nochmal gereckelt und gestreckelt irgendwie. Aber kommen wir zu einem anderen Thema, nämlich zu einem Audio-Thema. Ja. Weil vor deinem Urlaub warst du ja in Frankreich. Ja, das auf stimmt. Tour. Und ich habe gerade gesagt, Tour gestählt. Erzähl mal. Ja, also es war ereignisreich, spannend, lustig und ermüdend zugleich. War es bierreich? Tatsächlich ging das einigermaßen. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Du hast ja gesagt, die Band ist eigentlich eher so betreutes Trinken, aber wahrscheinlich genau. Eher das Publikum. Ja, also das ist ja, die nennen sich ja selber dann so Drinking School irgendwie. Also gibt's so ein T-Shirt auch von denen. Also ich muss wirklich sagen, es war eine super lustige Erfahrung mit 7 Leuten in so einem Ford Transit. Oh je. Vollgepackt mit kompletter Backline. Ne? Ja. Das Einzige, was wir wirklich nicht selber dabei hatten, war Mikrofonstative. Alles andere war komplett dabei. Ne? Also komplettes In-Ear-Rack mit Mischer, mit Mikrofonierung, komplettes Schlagzeug. Und es sind ja eben 7 Leute, dementsprechend ja auch Mandoline, Banjo, Flöte, Geige, E-Bass, Akustik-Bass, also so ein Mini, eine Bass-Ukulele war das, glaube ich. Halt. Aber da muss das ja der große und der lange Transit gewesen sein. Es war sein. Wirklich heftig. Ja. Ne? Dementsprechend wenig Beinfreiheit hat man jetzt auf den Sitzplätzen. Ja, wie im Flieger. Genau. Und ich sag mal so, liebe Grüße an alle Jungs und Mädels. Ich weiß, dass jetzt tatsächlich durch meine regen Erzählung über diesen Podcast auch der eine oder andere schon Folgen gehört hat. Liebe Grüße an euch. Ich sag mal, die Tourplanung an sich, also die Planung der Städte, in welcher Reihenfolge und sowas, das war schon heavy, weil Frankreich ist ein relativ großes Land. Das wissen viele nicht. Ja, man kann da echt Meter machen. Genau, und ich sag mal, wir sind losgefahren in Münster, hatten dann so, ich sag jetzt mal mit Pausen, so 6-7 Stunden irgendwie für die Anreise. Und dann ja abends dann weg, ne? Jetzt frag bloß nicht nach den Orten. Ne? Also das erste Mal, das war Amiens. Und wir kommen da an und haben gedacht, okay, mitten in der Stadt. Und machen die Tür auf von der Location und das war original ein Irish Pub und die Bühne war so groß, dass da ungefähr mein Schlagzeug plus eine weitere Person drauf passte. Mit der Standardbegrüßung, könnt ihr noch eben den Billardtisch in den Keller tragen? Wir haben tatsächlich alles da noch abgebaut in diesem Laden. Der Geile war der Matze, der Gitarrist, der stand dann in so einer Nische. Zwischen uns war dann ein anderthalb Meter großes Guinness-Schild. Das heißt, wenn wir Kontakt aufnehmen wollten, haben wir das immer so nach unten gelehnt und unter den Schild herzugehen. Ich habe echt gedacht, irgendwie ist das jetzt, das ist witzig. Ja. Irgendwie. War aber auch innerlich, also es war zum einen so, das wird witzig und zum anderen habe ich gedacht, oh je. Und dann kam er schon so, ja Leute, ganz ruhig, das ist noch so dazu gebucht worden, damit sich eben der Weg auch lohnt. Ne? Tatsächlich sind da fast wöchentlich oder so Live-Konzerte in diesem Ding und die hatten eine Miniatur-PA da hängen. Ja? Aber jetzt spielen wir natürlich komplett mit In-Ear, das heißt, der Mikrofonierungsaufwand ist ja nicht klein, da musst du ja trotzdem am Start ein Mikrofon hinstellen. Ich habe mich dann für so ein kleines Schlagzeug entschieden, eine Tom, 2 Becken irgendwie, habe gedacht, ja, wo soll ich das hinstellen, ne? Da kam der Tontechniker. Du mal so ein Cocktailset dabei gehabt. Kam der Tontechniker auch direkt beim Soundcheck. Ah, die Becken sind zu euch. Das so Leute. Ich dachte, wir machen hier Punk. Irish Folk Punk, was ist denn hier los? Da musste ich noch meine Becken abtapen. Das war ja schon was für mich, ne? Ich dachte, du spielst ja nur mit Besen. Ja, ich hatte Rods dabei. Ich habe kurz überlegt, habe dann gedacht, nee, Leute, das machen wir nicht. Kann ich nicht bringen. Ja, kann ich nicht bringen. Es war, aber dieses Ding war rappelvoll. Wirklich, also da hättest du keine Briefmarke mehr reingekriegt in dieses Ding. Und es war so geil. Ich saß direkt an der Außenscheibe sozusagen. Ja. Also da waren so vorne so Fensterladen, aber mit Scheibe. Und nach 5 Minuten war diese komplette Scheibe von innen mit Kondenswasser so nass, dass das da so runterlief und beschlagen ist. In der Dusche. Also ich konnte nachher auch alles ausfringen. Irgendwie. Essen war fantastisch, was wir da bekommen haben. Klasse. Getränke waren fantastisch. Leute waren super, super, super nett. Ja,
Also das war Gig Nummer eins. Dann ging es in so ein schön interessantes Airbnb, sagen wir mal so. Da möchte ich jetzt keine weiteren Details nennen. Irgendwie, keine Ahnung. So viel, er hat im Stehen geschlafen. Ja. In Klamotten. Ich sag mal so, es waren dann halt so 5 bis 6 Stunden Schlaf, so unterm Strich irgendwie. Ja, ja, und dann ging es weiter nach Nantes, war glaube ich der zweite Gig. Genau, ins Black Shelter, geilste Location. Ihr müsst mal googeln. Black Shelter Nantes. Das ist so eine hammergeile Location. Das ist ein riesiges, naja, auch quasi ein Irish Pub, ist aber, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele Leute alleine auf dieser Restaurant-Barfläche sitzen könnten. Ja. Wahrscheinlich irgendwie auch 200 oder so. Mehr als in dem Club. Und dann haben die hinten nochmal einen Club dran sozusagen. Ja. Aber super geil gemacht, super nette Leute auch. Einen total witzigen Lichttechniker da am Start gehabt. Und das war so auch total herzlich irgendwie, so das ganze Ding. Hat total viel Spaß gemacht. Übrigens waren alle Shows ausverkauft, die da gespielt wurden. Respekt. Genau. Und es hat mega Spaß gemacht. Das war dann halt auch wirklich eine große Bühne mit, ne, so wie man sich das dann halt auch vorstellt. Das Ganze super viel Spaß gemacht. Von da aus haben wir uns dann relativ früh leider nach dem Gig dann auch ins Hotel verkrümelt, weil wir am nächsten Tag dann mal eben von Nordwestfrankreich nach Südostfrankreich gefahren sind. Okay. In einen Ort, den ich nicht aussprechen kann. Es tut mir sehr leid. Sur-la-Mer. Das waren dann mit Pausen, oh, ich glaube so knackige 8 Stunden oder sowas nochmal. Na, immer, du sitzt ja da in dem Ding, ich bin auch selber dann, ich bin zwischendurch auch gefahren. Hast du die meiste Beinfreiheit auf jeden Fall. Genau. ja, und man hat was zu tun, ne? Ich fand es tatsächlich gar nicht so schlimm zu fahren, irgendwie, weil da hat man nochmal irgendwie so ein bisschen Ablenkung und dann geht die Zeit auch ein bisschen schneller rum. Mein Freund Till Hode, der sagte damals in einem von seinen Stand-Ups, ich bin zu meiner eigenen Sicherheit 24 Stunden am Stück durchgefahren. Genau, sicher ist sicher. Das war dann auch eine witzige Show, das war quasi so ein Zelt. Wie so ein Festzelt, würde man in Deutschland sagen. Aber es steht halt da fest. Also, ja, ist ja ein Festzelt. Ja, also ein festes Festzelt. Entschuldigung. Der lacht da. Der lacht da. Das war auch sehr cool. Das waren, glaube ich, theoretisch nicht ganz ausverkauft, aber da wäre noch Platz gewesen rechts neben der Bühne. Also zählen wir das auch mal als Ausverkauf. Das war auch sehr, sehr witzig. Erst haben wir gedacht, oh je, ganz schön kalt hier und so. Aber das wenn dann mal sich, so 150 oder weiß gar nicht, 180 Leute da drin sind, dann regelt sich das auch ganz gut weg. Und man merkt ja auch, dass die Energie auf der Bühne ja auch immer sicherer und immer besser wurde irgendwie im Laufe der Zeit. Das war sehr witzig. Es war auch sehr herzlich. Eine sehr geile Wirtin hinter der Theke da. Ich kam da hin, irgendwie wollte ein Bier bestellen auf Englisch und hat sie gesagt, nein, nur auf Französisch. Wie hat sie mir dann gesagt? Und dann habe ich ja den alten Trick gemacht von einem älteren Herrn, den ich damals mal während meiner Orchesterzeit kennengelernt hatte, der zu mir gesagt hat, Junge, ich habe es bisher überall auf der Welt geschafft, ein großes Bier zu bestellen. Und Betonung auf groß. Genau, ich sage, ja, wie hast du das denn gemacht? Ja, ich kann das auf Deutsch, auf Englisch und auf Spanisch. Und damit habe ich überall bisher ein großes Bier bekommen. Ja. Also hat sie gesagt, nur auf Französisch. Und da habe ich einfach auf Spanisch ein großes Bier bestellt. Und dann war sie so überzeugt und begeistert, dass ich dann ein großes Bier bekommen habe. Also eine sehr, sehr nette Dame. Ich zitiere dich nochmal. Du hast vor ihr gestanden und hast gesagt, Guinness. Nee, ich habe wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Spanisch ist, un grande cerveza, por favor. In einem schönen Sauerländer-Dialekt noch hinten dran wollen. Das war auf jeden Fall super witzig. Das war dann, du merktest, umso, also die ersten Shows waren so, das war total, ich nenne es jetzt einfach mal Otto-Normal-Publikum. Ja. Ne, so, also keine Hardcore-Irish-Punk-Fans. Ja, oder jetzt auch irgendwie keine optisch erkennbare, ne? Das ist ja immer so die Schwierigkeit. Genau. Stereotypen. Wie sehen Punks und so heute aus, ne? Genau. Die zweite Show, das war dann gefühlt ein bisschen mehr so Mittelalter-Publikum auch. Ich meine, das ist ja sehr artverwandt. Ja, wollte ich gerade sagen, Das ist aber Spaß, das spielt ja auch viel so zusammen mit hier Saltatio Mortis und diesen Geschichten, ne? Sapete Sally. Und dann diese dritte Show war dann, also wir waren im Prinzip eine Stunde weg von der Schweiz, so eine halbe, dreiviertel Stunde von der Schweiz, so weit östlich. Also wir waren da in diesem Mont Blanc, auf Höhe Mont Blanc, da die Ecke. Also nichts mit Meer. Nee, und da wurde es dann ein bisschen punkiger. Das fand ich, war für die Energie im Publikum auf jeden Fall cool. Zumindest, was man dann so mitbekommt. Ja, von wurde oben auch geschubst. Es wurde auch getanzt zwischendurch, auf jeden Fall. Tanzen nennen die das. Das ist natürlich ein Tanz. Und dann, die vierte Show war dann in, ich glaube, Barbares hieß dann der Ort. Das war auch nochmal eine wunderschöne Location. Das war ein Punk-Club Excellence, komplett in Schwarz, voll getanzt.
getaped mit Aufklebern und hast du nicht gesehen, mit einer super, super netten, ja, ich nenne es jetzt mal Gastgeber, also Mann und Frau, ja, schon so ja, Mitte 50 beide, sie hat dann gekocht für uns. Sagen, die haben euch ja wahrscheinlich händisch gekocht. Das war der selber. Knaller, ja, wirklich, was sie da gekocht hat. Dann gab es da irgendwie, wenn ich das selbst, irgendwie Wein von aus der Familie selber gemacht und so. Das war total herzlich und das war eine richtige Punkrock-Show dann. Ja. Also das war wirklich ein Club, da passte auch, das war komplett ausverkauft. In Deutschland wären da mit Sicherheit 30 Leute weniger drin gewesen. Also nach deutschen Standards, ja, was ja, ja, Fluchtweg das, und ja, keine ja. Ahnung angeht. Aber das hat wirklich gebrannt in dem Ding da. Das war super, da super cool. Da warst du auch voll drauf, weil die vierte Show, du warst vierte safe, Show, alle waren safe. Irgendwie. Alle waren total safe, alle waren total happy und haben Spaß gehabt irgendwie. Ja. Das hat mega gebockt, auf jeden Fall. Wir haben gefühlt danach für jeden irgendwie noch Autogramme geschrieben und da auch am Merch ging da richtig die Post ab nachher. Das war richtig erfolgreich, mit super netten Leuten unterhalten. Das ist ja in der Nähe von, wenn mich nicht alles täuscht, von Lyon. Da unten, ich glaube, ja. Lyon ist auch da unten im Südosten, da in die Ecke. Und über Fußball gesprochen und keine Ahnung, über alles Mögliche. Mit welcher Sprache? Englisch. Die tatsächlich also, Englisch? Also ist der Franzose an sich spricht entweder sehr gut Englisch oder gar nicht, habe ich das nicht, Gefühl. Ja. So dazwischen gibt es relativ wenig. Aber das war auch sehr witzig. Ja, wieder eine Nacht in so einem halbgeilen, also nicht so, ganz so tollen Hotel, aber für so eine Tour reicht das. Und dann war leider die Rückfahrt. Da waren wir knappe 12 Stunden dann unterwegs. Dann warst du aber auch urlaubsreif, ne? Genau, ich war dann so gegen, ja, mit Ausladen und allem Zip und Zap war ich, glaube ich, um 23 Uhr zu Hause. Und um 5 Uhr ging der Flieger? Genau, und ich glaube, um 2 Uhr sind wir losgefahren zum Flughafen. Dementsprechend war ich dann auch, als wir dann mal endlich im Flieger saßen und so, ich war so durch. 3, 2. Nee. Ich war total fertig, aber hab so einen Film geschoben irgendwie. Bin dann mal so für 10 Minuten eingeschlafen, dann war ich wieder wach. Das war richtig räudig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber als wir dann da angekommen sind und wir konnten direkt in die Unterkunft, weil wir sind Ortszeit 11 Uhr gelandet auf Kreta. Mietwagen ging innerhalb von 5 Minuten. Super. Rein zur Unterkunft, das waren vom Flughafen 15 Minuten Fahrt. Auch gut. Ja. Und wir konnten direkt um 11:30 oder wann das dann war, rein in die Unterkunft. Ja. Und wenn du dann die Tür hinten aufgemacht hast von der Unterkunft, konntest du lang durchgucken. Da war dann die Balkontür mit Garten und Pool und dahinter das Meer direkt. Mir und da habe ich gedacht, nicht. Okay, ja. Scheißegal, würde ich nochmal genauso Welcome. Machen. Würde ich nochmal 1:1 genauso machen. Ja, das ist doch schön, wenn man so einen Punkt findet, so einen Ort findet, wo man denkt so, ja, kann ich nochmal machen. Habe ich in Südafrika am Anfang des Jahres gehabt, als wir mitten im Busch in Sebula waren und in diese Lodge rein sind irgendwie. Und meine Tante Irmi sagte dann, und, wie gefällt's dir? Ich sag, das ist mit Abstand der tollste Ort, den ich gesehen habe. Und ich habe viele Orte auf dieser Welt gesehen, aber sowas Tolles. Und du dann sofort so dein Herz verlierst. So. Das finde ich grandios. Ja, ich finde das auch toll. Richtig. Sehr schön. Das heißt also, wir erleben jetzt den Urlaubsbjörn demnächst etwas häufiger. Du gönnst dir dann auch Ich glaube schon, ja. Ich bin tatsächlich relativ zügig in den Urlaubsmodus gekommen, was wahrscheinlich auch an der Tour vorher lag. Na gut, urlaubsreif war es auf jeden Fall. Urlaubsreif war ich vorher auch schon, definitiv. Also schon das hat man vorher. Ja, aber so ein paar Wochen vorher hat man es dann schon gemerkt, weil auch so viel dann irgendwie los war. Ja. Also das soll jetzt kein Beschweren sein. Danke, dass ihr so gerne bei mir mastern lasst. Ganz tolle Sachen auch gemastert noch kurz vorher, auch jetzt nachher. Ich meine, momentan bin ich hier natürlich etwas im Rückstand, ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt, ich muss ja noch ein bisschen Gas geben, um wieder, auf Null zu kommen, sagen wir mal. Ich habe dir ja zu unserem heutigen Termin eine kleine Abhilfemöglichkeit mitgebracht, denn ich habe dir ja den Verum 1, den Kopfhörer mitgebracht. Tatsächlich wollte ich da gerade den, wie heißt das? Den Weg rüber ins nächste Thema finden. Genau, weil ich tatsächlich im Urlaub so ein paar Mal und auch auf Tour gedacht habe, boah, wenn ich jetzt doch einen Kopfhörer hätte, ja. Den ich nicht ganz kacke finde, ja. Dann wäre das cool, nicht jetzt vielleicht um konkret jetzt ein Master zu machen, aber um schon mal Sachen vorzubereiten ja. Oder mal reinzuhören, Feedback zu geben. Okay, wo stehe ich? Genau, ja, Leute stimmt. Schreiben ja oft dann irgendwie auch, okay, hier ist der Mix, irgendwie, wenn dir noch was auffällt. Und wenn man dann denkt, okay, man hört mal rein und so grundsätzliche Sachen wie Verhältnisse oder sowas, jetzt nicht vielleicht, ob da bei 123,4 Hertz eine Resonanz ist oder so, aber so grundsätzlich Verhältnisse zueinander oder so, das wäre schon cool.
Und ich muss sagen, du hast mich schon wieder angefixt, obwohl ich dir davon gar nicht erzählt habe eigentlich. Ah, dann leg ich mal los. Ja, also, du hast Kopf damit über das Thema, ja. Tatsächlich, der Verum 1, erstmal, ich habe ja schon ein Video dazu gemacht, in dem ich sehr begeistert war. Ein paar Leute haben jetzt auch schon, die sich den besorgt haben, tatsächlich auch schon geschrieben, dass sie davon so begeistert sind. Und nochmal, um es einzuordnen, der Verum 1 ist ein in Handarbeit in der Ukraine, in Kharkiv entstehender Kopfhörer auf Elektrostartbasis, also eine spezielle Technik, die normalerweise erst so bei 700-800 Euro losgehen, solche Kopfhörer. Der kostet inklusive Versand und Zoll 370. Ja, ja. Und krass verarbeitet. Ich habe ihn ja in der Hand gehabt gerade eben. Ja. Aufgehabt auch. Puh, das ist schon eine Hausnummer. Also für die Kohle kannst du eigentlich keinen klassischen Kopfhörer mehr kaufen. Ne? Also ich wünsche dem Igor, heißt er glaube ich, dass er diesen Überfall da aus Russland gut übersteht und dass er auch weiter arbeiten kann für dieses ganze Ding und total. So weiter. Macht nämlich eine super Arbeit und soweit ich munkeln gehört habe, gibt es auch einen Verum 2, der in Arbeit ist, aber da weiß man natürlich dann unter solchen Bedingungen nicht, wann und wie der herauskommt, deswegen ist der Verum 1 auf jeden Fall eine gute Idee. Und du musst den mal mit dem Can-Opener drauf hören, der ja dann noch den Crossfeed zwischen zwei Lautsprechern noch simuliert, dann wird der nochmal irgendwie glaubwürdiger und ich habe den aufgesetzt und habe gedacht, boah ja, aber wir sind ja demnächst auf der Studioszene in Hamburg und vielleicht gönnen wir uns da beide einfach nochmal den MM500 von Odyssey dagegen zu hören. Ja! Und wenn es nur ist, um einzuordnen, wie gut oder wie vergleichbar der Verum 1 vielleicht mit dem MM500 ist. Du hast Angst davor, ne? Ich hatte letztes Jahr ja schon den Moment quasi auf der letzten Studioszene vor genau einem Jahr, wo ich gesagt habe, also Kopfhörer, das ist ja gar nichts für mich. Aber weißt du, was ich dieses Mal machen werde? Ich werde dieses Mal den Adapter von 6,3 Stereo-Klinke auf 3,5 mm Stereo-Klinke mitnehmen, weil die haben uns ja letztes Mal den MM500 an diesem 2.500 Euro Bricasti Headphone Digital-Analog-Wandler gegeben. Genau, ne? Und wir waren ja nicht so ganz sicher, ist es der Kopfhörer oder also der Kopfhörer für 2.000 Euro oder 2.500 Euro DA-Wandler oder die Kombination. Und deswegen will ich das... Ja, und dann auch Songs, die man nicht kennt. Genau, deswegen also, will oder ich das dieses Mal wissen und nehme einfach ganz popelig mein Handy mit. Da ist sicherlich kein 2.500 Euro Wandler drin, aber den 3,5 mm Adapter nehme ich mit. Und dann stecken wir es einfach mal ans Handy an und hören unsere Mucke einfach. Weil wenn es darauf auch gut ist... Dann lag's zumindest nicht am Wandler. So. Und dann kaufst du dir, weißt du, von RME kaufst du so ein kleines, eher so ein Babyface. Ne? Die sind ja auch recht gut. Die haben auch einen guten Wandler drin. Ja. Und dann kannst du quasi mit Babyface und deinem Laptop hinten noch eben den iLock für die Lizenzen dran und einen Kopfhörer und dann sitzt du schön, stell dir das Bild vor, du sitzt also schön auf Kreta auf dieser Terrasse, der Pool plätschert hoffentlich nicht, weil Geräusche. Und dann hast du den Kopfhörer auf und kannst zumindest schon mal 90% deiner Vorarbeit machen. Und ich würde mich freuen, wenn du dann das erste Mal einen Master abliefert und keiner sich beschwert. Ganz im Gegenteil, wenn die dann hinterher noch sagen, oh, war gut. Ist doch nichts aufgefallen? Nö, war gut. Mach weiter so. Alles wie immer. Kann der Herr Büter auch mal, Schlüter auch mal raus aus seinen vier Wänden hier. Ja, aber hier ist ja auch schön. Ja, außer Frage. Aber hin und wieder kann man auch mal woanders sitzen. Und ich genieße das ehrlich gesagt, obwohl ich im Urlaub zum Beispiel in der Workation, ich darf nicht Urlaub sagen, Workation, ich habe wirklich jeden Tag 6 bis 8 Stunden gearbeitet. habe ich privat bezahlt. Aber habe ich wirklich alles komplett privat bezahlt. Aber ich hatte tatsächlich den HD25 mitgenommen, weil so toll die Elektrostart-Kopfhörer sind, die sind ja wirklich, also klanglich über jeden Zweifel erhaben, aber transportabel sind die jetzt nicht wirklich. Weißt du, der LCD2 kommt in so einem schicken Köfferchen, der Verum 1 ist jetzt auch nicht gerade klein und der HD25, den schmeiße ich in den Rucksack. Da gibt es aber keinen Case zu, ne? Zu dem Verum oder sowas? Nee. Okay. Nee, da gibt's keinen. Der kommt tatsächlich in der Knickerfolie in einem Paket. Genau. Also ganz krass irgendwie, ne? Aber ist auch sehr authentisch, finde ich irgendwie. Ja. Ne? Also kein Bling-Bling, sondern einfach nur Fokus aufs Produkt und fertig. Richtig, ne? So. Und wie gesagt, das Kabel finde ich alleine schon sehr beeindruckend. Ist wirklich ein richtig gutes Kabel dabei. Dick, ne? Ja. Dicker Querschnitt auf jeden Fall. Genau. Auf jeden Fall hatte ich den HD25 dabei und ich musste ja jetzt nicht mischen vor Ort oder sonst. Es ging nur darum, zwischendurch mal kurz Dinge zu beurteilen, auch da kurz Verhältnisse zu beurteilen. Mhm. Und das kannst du auf dem HD25, den kenne ich seit 30 Jahren. Ich wollte gerade sagen, du kennst den ja. Ich kenne den ja ganz genau. Ich benutze dann auch kein Sonarworks oder sonst was irgendwie, sondern nur meinen Can-Opener, um eben das Crossfeed zwischen den beiden Lautsprechern zu simulieren. Das ist schon ganz cool. Das bringt mich aber zu einer anderen Geschichte tatsächlich, weil ich jetzt eine Pressemeldung bekommen habe, dass Universal Audio die Apollo-Serie neu aufgelegt hat, also die Flaggschiff Audio-Interfaces, das ich ja auch habe. Die Rex. Nee, eigentlich haben die alles irgendwie neu aufgelegt. So. Ich habe aber irgendwie, kriegte die Pressemeldung, aber auf der Homepage von denen war noch nichts zu finden. Vielleicht bin ich jetzt auch vor der Zeit. Ich glaube nicht. Ich glaube, das darf schon erzählt werden. Auf jeden Fall sehr interessant in diesem Zusammenhang. Ich habe
als der, mein lieber Freund Benny noch bei Universal Audio gearbeitet hat, vor ein paar Jahren, habe ich denen schon gesagt, pass auf, ihr habt doch den DSP. Mhm. Warum baut ihr denn keine Raumkorrektur da ein? Das wäre das Killer-Feature gegenüber allen anderen Audio-Interfaces. Mhm. Und jetzt in der Version 2 haben sie es tatsächlich gemacht und haben eine Sonarworks-Geschichte eingebaut, cool, die wohl sowohl für Kopfhörer als auch für die fürs Monitoring gilt, also für die Lautsprecher. Das heißt, du brauchst eigentlich auch keinen Monitor-Controller. Das habe ich ja bei mir mittlerweile auch so umgebaut, dass ich keinen Monitor-Controller mehr habe, sondern das über das Interface mache. Und dass du dann das Sonarworks quasi einmal einmisst und dann hast du deine Raumkorrektur latenzfrei direkt drauf liegen, was schon ziemlich geil ist, wenn es im Audio-Interface drin ist, ne? Und also finde ich persönlich zumindest. Und das haben sie jetzt da eingebaut und ich hoffe, bete wäre das falsche Wort, aber ich hoffe, dass das auch für die erste Generation noch umgesetzt wird mit einem Software-Update. Ach so, ja. Ne, dass ich dann quasi theoretisch mein Neumann-System nicht mehr bräuchte, sondern dann das direkt im Audio-Interface hätte. Ich habe das ja im Neumann, eigentlich gibt es keine Notwendigkeit, aber ich würde es zumindest gerne mal ausprobieren. Also wenn, allein wenn der Einmessprozess schon weniger ein Schmerz im Hintern ist als bei Neumann, dann würde es mich schon freuen, weil bei, ich messe nicht regelmäßig ein, weil ich mich da immer sehe mit dem Zollstock und dann hier noch 5 Zentimeter und bloß die richtige Position erwischen, damit es funktioniert. Ist vielleicht auch der Deutsche in mir. Aber das ist aber vielleicht auch das, was es am Ende dann auch besser macht als Sonarworks. Im Zweifel könnte ich es dann zumindest beurteilen, sagen wir mal so. Aber ich finde es auf jeden Fall spannend, dass sie das jetzt da eingebaut haben. Autogain haben sie wohl eingebaut und verschiedene das andere Dinge gehört, noch und so weiter. Autogain bei den Preamps irgendwie, ne? Ja, das ist ja sowieso das Feature, was in letzter Zeit immer häufiger nach vorne geholt wird, ne? Autogain auf jeden Fall. Focusrite hatte das doch auch, ne? In diesen neuen. Focusrite bringt das auch oder hat das jetzt rausgebracht. Ja. Die RMEs haben das, haben wir ja im Prinzipalstudio gesehen, haben das ja schon sehr lange an Bord, Autogain. Auch auf über mehrere Kanäle, dass du einfach alle scharf schaltest, einmal kurz auf die Trommeln draufhaust und dann hast du zumindest die Sicherheit, dass du nicht übersteuerst. So ist Beispiel. Das so? Ja, tatsächlich. Okay, das habe ich gar nicht richtig mitgekriegt, nee, weil ich immer auf der anderen Seite des... Genau, ja. Einmal kurz auf Autogain und dann, wenn es bei 8 Kanälen sein muss oder so, dass du nicht jeden einzelnen einpegeln musst oder so, einmal kurz alle Autogain draufgehauen, fertig. Bist du zumindest schon mal sicher, dass nicht übersteuert wird. Wenn es dann zu leise ist, ja gut, bei 24-Bit-Aufnahmen kannst du lauter ziehen. Ne? Apropos, ich habe mir heute beim Frühstücken ja? habe ich mir das Video angeschaut, was du gestern rausgebracht hast. Ja, also am Donnerstag. Natürlich. Natürlich, wir sitzen am Freitag hier, aber ihr seht uns ja erst ab Sonntag. Mensch, verrückt, diese neue Technik. Krass. Genau, was am Donnerstag rausgekommen ist. Zeitschleife. Ja. Über die DPA-Mikrofone. Da habe ich dich beim Trommeln habe ich dich abgefilmt. Ja. Ich finde, du hättest mich ruhig ein bisschen mehr featuren können noch. Na, ich hatte gedacht, lassen wir mal nicht, dass er die Nase noch höher trägt als sonst nur so. Ich habe extra geübt. Ja, das, was man auch wirklich, wirklich gehört hat, ohne dir zu nahe zu treten. Aber der Vergleich zum letzten Jahr, wo du nicht in Shape warst, also trommeltechnisch war wirklich krass. Dynamik, Timing, Tempo, wie schnell du Ideen umgesetzt hast. Das war alles dadurch, dass du im Training warst, durch die Mr. Irish Bastard Schule, warst du echt um Längen besser. Ja. Schule ist gut. Ja. Und was aber auch wieder gezeigt hat, dass ein guter Drummer die besten Mikrofone quasi nicht ersetzt, aber obsolet machen kann, ne? Tatsächlich. Ne? Also das sind super Mikrofone, aber wir hätten dich jetzt auch mit ML2s aufnehmen können, weil einfach das Signal, was reinkommt, so gut war, dass man einfach sagen kann, okay, alles klar, damit hätte man überall arbeiten können. Und wir hätten auch nicht im großen Aufnahmeraum spielen müssen, sondern es hätte auch ein kleiner Aufnahmeraum wie deiner hier getan. Ja, auch da wäre eine Aufnahme rausgekommen. Ja, ich habe mit Vincent auch drüber gesprochen, auch so über das Thema, wie Trommeln auch klingen an sich natürlich. Ja. Ne? Also es ist völlig egal, dass ob du da jetzt ein Neumann-Mikro dran stellst, wenn halt die Trommel scheiße klingt, weil sie schlecht gestimmt ist. Dann klingt die über 1.000-Euro-Mikro schlecht und über ein 100-Mikro. Oder weil das Fell komplett auf ist oder schlecht getuned oder schlecht gespielt, weil nicht mittig getroffen und keine Ahnung. Dann ist das natürlich völlig wurscht. Aber wenn man da ein bisschen Aufwand reinsteckt und du ein gutes Mikrofon hast, das hilft ja alles. Das ist ja letzten Endes wieder diese berühmte Kette. Am Ende macht vielleicht das DPA-Mikrofon für 1.000 Euro an der TomTom jetzt nicht unbedingt wenn du einen Song hast, wo du dreimal auf der TomTom draufhaust. Ja. Aber wenn der Rest schon passt in der Kette, dann macht es vermutlich Sinn, irgendwann darin zu investieren. Richtig. Und das. Ich habe aber zum Beispiel jetzt bei mir seit längerem auch einfach echt günstige Mikrofone am Start. Mhm. Also klar, Overheads sind auch teurer und sowas, aber ich habe auch mittlerweile an der Tom SM57 oder an Audix D, was ist denn das? D2, glaube ich, ne? Ja.
Ja, du, ganz ehrlich, das tut's wohl. Das ist jetzt kein Problem. Natürlich funktioniert das. Auf der Tour auch, ne? Wir haben, wir hatten am Schlagzeug an den Toms an der Snare Sennheiser E. Was ist denn das dann? Diese kleinen Stupsi, Dinger. Irgendeiner weiß das bestimmt von euch besser und schreibt es in die Kommentare, wie das heißt. Also total problemlos, ne? Ein bisschen Schuhe, Beta in die Kick und vor die Kick, ne? Also ja. Grenzfläche und hier das Ei. Rode NT5, glaube ich, waren Overhead und Hi-Hat. Mhm. Alles gut. Also ich habe es ja gehört auf dem In-Ear. Ja. Alles okay. Ja, also ganz ehrlich, da kommt dann noch so viel Raum drumherum und alles andere Bling-Bling irgendwie und hast du nicht gesehen. Also da ist das Mikro tatsächlich nicht so ganz krass entscheidend. Und eins meiner am besten laufenden Mikrofon-Videos, der Hund kommt gerade ins Bild hier für Leute, die uns nicht hören. Eins meiner bestlaufenden Videos ist auch, wo ich das 99-Euro-Set von damals vom Music Store nach vorne gehalten habe. Wo ich gedenke, also wenn es klingelt, das ist das Halsband vom Hund, ne, für die Leute, die uns nicht sehen. Und das ist eins der bestlaufenden Videos, weil auch damit kannst du natürlich eine ordentliche Aufnahme machen. Und ehrlich gesagt, es gehört ja mehr dazu, bei einem Instrument da einfach nur drauf zu hauen. Ne? Das weißt du ja am ehesten. Also mal davon ab, dass Timing nur durch Training kommen kann, Dynamik, also dass du nicht überall volle Pulle drauf haust, nur durch Training kommen kann und Kontrolle und so weiter. Und dass man weiß, wie man Drumset zu Stimmen hat. Auch das muss man tatsächlich lernen. Das Wahl ist, der Fälle. Wahl der Fälle und so weiter und so fort. Diese ganzen Faktoren, die da zusammenkommen, die einfach dafür sorgen, dass es eben ein bisschen mehr ist, als einfach nur drauf zu hauen. Wenn das alles stimmt, dann ist die Aufnahme auch kein Hexenwerk und dann kannst du im Prinzip auch mit Bassdrum, Snare, Top und zwei Overheads eine Bombenaufnahme machen und brauchst nicht mehr als 4 Mikrofone und nicht diesen ganzen Overkill, den man normalerweise hat bei den ganzen, bei den ganzen Aufnahmen, die sonst immer gerne gemacht werden. Wenn in Anführungszeichen, ich will jetzt nicht despektierlich sein, aber wenn Amateure sagen, wir spielen mal Studio, dann heißt das auf jeden Fall, wir stellen so viele Mikrofone auf wie möglich, ne? Und der Pro würde sagen, ja, okay, was nehmen wir auf? Okay, brauche ich 4 oder brauche ich noch ein paar Stützen dazu? Sonst was irgendwie, ne? Ja, das so ist halt irgendwo wieder der Vincent-Weg so, ne? Ja. In der ganzen Geschichte. Gut. Und du hast ja die Session auch, Entschuldigung, die Session gestern gezeigt. Das war ja, glaube ich, auch die Vincent-Session, die du da benutzt hast, ne? Die Cubase-Session. Genau. Die habe ich schon ein bisschen bearbeitet. Also die war ja nur zu 60% fertig. Ich bin jetzt ein bisschen eingestiegen ins Mixing nochmal, in die Produktion auch nochmal reingestiegen. Ein paar Sachen, die ich noch umgestellt habe und so weiter und so fort. Und das war tatsächlich die Session. Deswegen war ich auch in Cubase unterwegs, weil Vincent in Nuendo arbeitet. Genau. Aber da meine ich ja, man denkt ja, boah, was ist da alles los jetzt irgendwie am Schlagzeug? Da waren ja noch ein paar Triggerspuren drin. Dann irgendwie noch, wir haben ja in der Bassdrum 2 verschiedene Mikros gehabt, wir haben an der Snare 2 verschiedene Mikros gehabt. Das war jetzt ja nicht geschuldet, weil Vincent so arbeitet, dass er sich möglichst alle Optionen irgendwie offen halten will, sondern das war ja dem geschuldet, dass du im Prinzip irgendwann gesagt hast, lass uns mal die DPAs austesten, die wir dabei haben. Genau. Und Vincent gesagt hat, okay, und ich packe halt zusätzlich noch was dran, dann haben wir noch im Vergleich oder dann haben wir Dinge, wo ich weiß, was da rauskommt. Am Ende, welche Signale da immer so benutzt wurden. Aber ich glaube, die Mikrofone von DPA unterm Strich, wenn man sich das Video so anschaut, passt das, glaube ich, schon ganz gut. Also da kann man schon ganz gute Aufnahmen mitmachen. Definitiv, aber um die Illusion und die Romantik auch direkt zu zerstören. Wir haben vernünftig aufgenommen mit den Mikrofonen. Aber übrig geblieben sind hauptsächlich Triggersignale auf Snare und Kick. Weil du diese modernen Sounds, die du heute brauchst, diese extreme, also dieses Low-End, diesen Punch, diesen Klick, diese Durchsetzungsfähigkeit und so weiter, das alles, was du heutzutage in so einer Musik brauchst, die wir da aufgenommen haben, das kriegst du nur mit Samples hin. Da gibt es sicherlich Puristen, die irgendwie 24 Tage an so einem Set rumschrauben, um weitgehend irgendwie hinzukommen. Und auch Leute, die das bestimmt auch innerhalb von 10 Minuten können, das will ich gar nicht in Frage stellen. Aber wenn Time is Cash, Time is Money gilt, dann nimmst du ein Sample, wo du weißt, dass es funktioniert, schmeißt es drauf, killst das brutal in den letzten Limiter rein oder vorher in den Inflator und dann ballert und knallt das Ding. Ja, da stellen sie bei dir schon wieder die Nackenhaare auf. Ich habe tatsächlich mir mal den Spaß gemacht, weil Vincent ja so arbeitet tatsächlich. Ne? Der macht ja den Rough Mix erstmal, sodass der halbwegs funktioniert. Dann bläst er den volle Pulle in den Inflator und in den Limiter rein und dann regelt er den Rest nach und
und ich habe tatsächlich mal beide ausgestellt. Huiuiui. Da bleibt nicht viel übrig. Das ist halt wirklich grenzwertig, ne? Weil die Methode so zu mischen, volle Pulle in den, was ist der Inflator irgendwie? Das ist ein Harmonix, Distortion, sonst was irgendwie, Plugin mit Saturation und Ja, Saturation, es hat so ein bisschen was von Parallelkompression, ja, auch, ne? Weil leise Signale angerufen werden, die lauten aber unangetastet bleiben. Ja, genau, aber es ist halt echt wirklich total krass, wenn du diese Art Musik machst. Und wir reden jetzt nicht über Jazz oder über die leise Ballade, sondern wirklich auf die Fresse Musik, ne? Ja. Oder moderne Popmusik. Wir haben den anderen Song ja genauso gemischt, ne? Mhm. Diesen I Believe, den wir neu aufgenommen haben. Wenn du damit da reinkommst und wenn du dich immer gefragt hast, wie die diese knalligen und punchigen Snares hinkriegen, die aber eben nicht in der Wellenform überall rauspieken, weil die Transienten so heiß sind oder sonst was irgendwie, die schieben die einfach volle Pulle in so einen Saturator Clipper rein. Und aber auch wirklich brachial, wirklich eigentlich im ohne, ist es viel zu laut, dann schiebst du es rein und dann nivelliert sich alles. Ja. Und dann wird weiter gemischt, weil du dann weißt, okay, alles klar, da muss ich jetzt hin und dann. Also das ist schon wirklich krass zu beobachten. Völlig legitim. Und das hat natürlich überhaupt nichts mit Mixromantik oder sonst was irgendwie zu tun, sondern es geht ausschließlich auf Kehle. Ja. Und wenn du moderne Musik im Radio anhörst, die ist ausschließlich auf Kehle. Machen wir uns nichts vor. Ne? Und du kannst deine Musik anders mischen. Das ist jedem, bleibt jedem unbenommen. Aber wenn du diesen modernen, knalligen und dichten Sound haben willst, dann geht es leider nur so. Apropos moderner, knalliger und dichter Sound, ja, der im Radio läuft. Wir haben ja, oder du hast dir ja vor 3 Wochen einen Song ausgesucht. Ja, tatsächlich. In unserer Rubrik. Ja, die Rubrik heißt Song des Monats. Und da habe ich mir den Song aus meiner Referenzliste rausgesucht, von Dua Lipa, der Song Don't Start Now. Der Song ist, also, man kann darüber, ist erstmal ein ziemlich guter Popsong, sagen wir einfach mal ja, so. Ne? Absolut. Erstmal einfach ein guter Popsong, der auf jeder Tanzfläche funktioniert, der im Inhaltlichen eine starke Frau präsentiert, die sich gerade von ihrem Typen getrennt hat und sagt, pass auf, also wir haben uns jetzt getrennt und wenn du meinst, du müsstest mir nochmal in mein Leben reinlabern, dann geh weg, hör auf. Ne? Also don't start now, starte jetzt nicht so. Ich bin jetzt hier in meinem Club, wenn du mir reinlabern willst, geh weg, hast ja bisher auch nichts hingekriegt. So, das so im Kern. Und diese starke Frau performt jetzt diesen Song und der Song ist in der Produktion halt wirklich abwechslungsreich, muss man wirklich sagen. Weil ich finde alleine, wir haben letztes Mal bei dem Eminem ist, wird jetzt übrigens Großvater, nur um auch da mal die Romantik zu zerstören. So, aber da haben wir über das Low End gesprochen und das Low End bei Dua Lipa ist tatsächlich auch, was denn? Nee, ich bin immer noch bei MC Grandpa. MC Grandpa, genau. Und dieses Low End ist halt auch wirklich cool, weil es vor allem 2 Sachen zeigt, dass man heutzutage Bässe nicht mehr mono betrachten muss, sondern dass in modernen Produktionen heutzutage auch Stereobässe und zwar richtig fette, große Stereobässe erlaubt sind. Und der Song spielt sehr geil damit, deswegen ist er auch geil als Referenzsong, um einfach sich einzuhören oder einen Kopfhörer zu beurteilen oder eine Anlage zu beurteilen, Ohren zu justieren, für mich persönlich zumindest, weil ich den Song ganz gut kenne. Und weil der halt ein Teil des Basses ist einfach ein klassischer, also der klingt wie ein Drahtbass. Bin mir nicht ganz sicher, ob der gespielt ist oder programmiert, so. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite in einem nächsten Teil gibt es dann so einen Stereo-Synth-Bass, der auch wirklich Synth ist und Stereo und auch tief. Aber der andere ist komplett Mono. Ja, genau, der andere ist komplett Mono, genau. Und dann hast du halt diesen Unterschied und es ist halt so geil, wenn du in einem Raum mit einer geilen Anlage oder mit einem geilen Kopfhörer unterwegs bist und du hast plötzlich diesen Umstand, diesen Umschwenk von diesem Mono-Bass auf diesen Stereo-Bass. Ich habe mich gefreut, ja. Ja, das glaube ich, weil hast du endlich mal deine Stereo-Bässe gehört hier, ne? Deine 2 Lautsprecher sind ja Full-Range links und rechts. Also das war wirklich krass, ja. Und das ist tatsächlich eine Geschichte, wo ich vor 3-4 Jahren war ich mal auf der Superbooth und zwar auf der Adam Audio Party und hatten die so einen, abends hatten die dann in so einem Studiobereich, hatten die verschiedene Studios gemacht und verschiedene Lautsprecher von denen aufgebaut und einer von diesen Gurus lief da auch rum und der stellt jetzt halt irgendein von diesen sich selbst einmessenden Lautsprechersystemen vor und dann ging es darum, jeder darf auch mal so seine Referenztracks anmachen, also Spotify an und dann war ich auch dran und er stand neben mir und ich sag, ja, hier, Don't Start Now eingegeben und gehört und genossen und so weiter und er kommt, was ist das für ein Song? Ich sage, Don't Start Now von Dua Lipa. Okay, alles klar. Hat er sich direkt aufgeschrieben für seine, weil der ist einfach, um eine Anlage anzuhören und zu beurteilen, ist er einfach großartig. Also Low-End-Klasse. Voll. Dann
die Spielereien, die auf Dua Lipas Vocals stattfinden, mit Hall, ohne Hall, gedoppelt, Slapback, hast du nicht gesehen, ist total krass. Ich habe mir von dem Song einfach mal die Einzelstems auch mal besorgt bzw. ausgerechnet. Und allein da, auch wenn das verlustbehaftet ist, hörst du schon so viele Spielereien, die auf dieser Stimme drauf sind. Ein Quell steter Freude, was da alles passiert. Dann kleine Highlights, Hooks, die da drin sind. Da kommt an der einen Stelle kommt immer so ein Klick, 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 ja. Klick auf der rechten Seite. Und, so ein Woodblock, ja. Und ja, so ein Woodblock. Den habe ich auch sehr gefeiert, muss ich sagen. Und es sind so viele Kleinigkeiten in diesem Song drin, dass ich mich jedes Mal, wenn ich den auf einer guten Abhöre höre, dass ich mich, ich freue mich wie ein kleines Kind, weil ich da immer noch wieder Sachen entdecke und auch die Tiefenstaffelung, also die Tiefenstaffelung jetzt nicht dahingehend, dass du auf 27 verschiedenen Ebenen irgendwie Instrumente wahrnehmen kannst, sondern einfach, wo mit Hall gespielt wird, wo der Hall rausgenommen wird, dafür dann aber Mono gedoppelt in der Mitte zum Beispiel gespielt wird oder Stereo gedoppelt die Stimme und was nicht alles. Ich könnte doch stundenlang weiterreden, aber ich will dich ja auch noch zu Wort kommen lassen. Nein, alles gut. Also ich kenne den Song natürlich, ja. Oder kannte den Song natürlich, aber habe ihn noch nie bewusst im Studio gehört. Ja. So wie ganz viele Songs. Ja, ich natürlich auch. Ja, ja, das ja. Passiert natürlich, du hörst die. Deswegen freue ich mich auch immer auf unsere Rubrik. Ja, ja, genau. Also, ich da immer Musik hörst kriege, die im Radio kenne, ja. oder keine Ahnung, auf Veranstaltungen ja. Oder wo auch immer. Und tatsächlich habe ich mich dann heute Morgen gedacht, naja, komm, hörst du den jetzt nicht eine Woche vorher an oder fünf Tage vorher oder ja. So, das bringt ja auch nichts, sondern den Eindruck, den ersten Eindruck, der so da ist und hab eben kurz bevor du gekommen bist, reingehört und hab so, boah, war direkt nach, jetzt kommt ja dieses Intro, dieses kurze und ja. Wenn es dann losgeht, habe ich gedacht, Scheiß auf Get Lucky zum Beurteilen ja. Des Basses. Ich meine, jetzt muss man dazu sagen, der Bassbereich hat natürlich, ist jenseits von irgendwas, was mit Dynamik zu tun hat. Ja, so ja darum geht's hier nicht. Nee. Ja, doch, also es hat ja, der Song hat ja schon eine Makrodynamik, ist ja, ja schon. Ja, ja, außer Frage. Ne? Jetzt auch nicht so, also ich sag mal, die Strophen, wenn es dann voller wird, bist du auch schon bei einer sehr hohen Lautheit, aber es gibt natürlich auch diese etwas ruhigeren Parts, wo es wieder so ein bisschen abfällt von der Dynamik. Und der Bass ist natürlich super komprimiert, super ja. Eng mit der Kick oder mit den, ich würde sogar behaupten, Kicks. Da ist, glaube ich, also es klingt nach gelayerten Sounds da unten rum auf ja. Jeden Fall. Und dann eben dieser fette synthetische Bass, der dann vor allem im Stereo reinkommt. Und dann aber auch wieder der vermutlich drahtig gedachte oder vielleicht sogar gespielte Bass, der Mono da ist, der es aber nicht weniger fett macht. Also das ist. Das sind ja auch zwei Bässe. Das ist einmal der Drahtbass und dann wird aber an verschiedenen Stellen immer so ein Pack, so ein Slap reingespielt, naja, genau. Der noch zusätzlich kommt. Also ist auf jeden Fall mindestens noch ein zweiter dabei. Also das ist ja. Schon, das ist schon sehr, sehr fett auf jeden Fall unten rum. Und am Anfang habe ich gedacht, okay, das ist schon. Also wenn es so losgeht mit dem Beat und so, boah, das ist schon sehr fett unten, finde ich. Weil am Anfang das restliche Arrangement und auch die Vocals eher ein bisschen vorsichtiger sind. Ja. Aber es steigert sich ja. Ja. Und irgendwann merkt man dann wieder, und ich finde es so witzig, weil die Frequenzkurve hier auch immer noch auf meinem Analyzer, der hier rechts von uns steht, zu sehen ist. Und dann man sieht immer wieder, die Magie findet halt in den Mitten statt. Ja. Es ist einfach so. Auch wenn das viele Leute immer missachten. Obwohl der Bass ja so dominant wird. Ja, ne? Genau. Also der Bass wirkt halt dominant, weil der super, super konstant quasi die ganze Zeit fast über, bis auf wenige Ausnahmen halt da ist und super konstant spielt. Ob das jetzt mit Sicherheit auch durch starke Kompression und Automation und Limiting, natürlich, keine Frage. Da sind auch Obertöne wie sonst was drauf auf dem Bass, ja. Damit er natürlich auch auf kleinen Lautsprechern. Um auch da nochmal die Romantik zu zerstören. Diese Pros, die steigen für solche Bässe teilweise in jede Note ein, die einzeln EQ'd ja. Wird. So, also jede einzelne Note wird einzeln angefasst, damit die auch alle da sind, wo sie hingehören. Correct. Nichts mit Automatik oder sonst was irgendwie. Weil in den Tutorials wird ja immer gezeigt, so und dann hast du und dann drei Moves und dann stimmt das. Nee, für solche Songs eben nicht. Nee. Ne? Das liegt ja einfach daran, das haben wir auch schon mal besprochen, ne? Dass wir eben umso tiefer eine Frequenz ist, umso weniger laut nehmen wir sie wahr. Ja. Auf gleichem Level. Ja, ne? Genau. Abgespielt, das heißt. Stichwort Fletcher Munson, ja, das Video kommt irgendwann. Ja, genau. Das heißt, also ich kenne auch viele Produzenten vor allem auch im Bereich der elektronischen Musik, die dann wirklich hergehen und sagen, ich hau mir hier den VST Synthi-Bass, den hau ich mir hier erstmal auf
Velocity 100 oder weiß ich nicht, 110 oder was komplett raus. Ja, das juckt mich nicht, weil ich will ja keine unterschiedlichen Sounds haben. Wenn ich jetzt den einen Ton auf Velocity 100 und den anderen auf 120 mache, dann klingen die unterschiedlich je nach Sample Pack oder je nach Instrument. Also ich hau mir die raus und dann mache ich mir eine Automationskurve darunter und dann wird das so angepasst, dass die wahrgenommene Lautstärke von jedem Ton gleich ist. Genau. Und da wird auch noch berücksichtigt, welche Elemente noch spielen. Da wird geguckt, wo liegt die Kick, in welchem Grundtonbereich der Kick. Und da sind wir wieder beim Thema Handarbeit, was immer noch unterschätzt wird in unseren modernen Zeiten, wie viel Handarbeit in diesen wirklich sehr, sehr erfolgreichen Songs. Genau, das sind dann eben die Kleinigkeiten. Ja, genau. Es sind einfach die Kleinigkeiten, wenn ich ich hatte das jetzt wieder, ich habe einen Metal-Song gemastert, wo einfach sich jemand keine Gedanken darüber gemacht hat, ohne das böse zu meinen, wo denn so Überschneidungspunkte sind zwischen Kick, Bass und E-Gitarre. Ja. Und dann merkst du einfach, dass egal was du machst am Ende, im Mastering jetzt speziell, also Stereo-Mastering war das, wenn du den also du musst einen Kompromiss finden zwischen ich möchte irgendwie, dass das alles nicht nur britzelig klingt, sondern auch fett ist untenrum. Ja. Ich möchte aber weder, dass der Bass bei bestimmten Tönen oder bei einem bestimmten Ton wummert. Ich möchte nicht, dass die Bassdrum untergeht. Ja. Und ich möchte auch, dass die Gitarren, wie man so schön sagt, Cojones haben, untenrum ein bisschen. Untenrum schmatzen. So, das ist total schwierig, weil dann bist du wieder dabei, du drehst was rein, dann drehst du da was raus, dann musst du da dynamisch wieder was auffangen. Am Ende des Tages ist es dann, musst du halt wirklich schon in der Produktion dir auch Gedanken darum machen, wie soll denn so eine Bassdrum nachher klingen? Natürlich kannst du dann das Ganze wieder triggern oder samplen. Ja. Dann kommt wieder der Purist und sagt, nee, wir haben das hier so toll aufgenommen, ich habe mir extra ein neues Bassdrum-Mikro gekauft, wo ich dann mal denke, ja, ist ja auch gut, hat ja auch ein gutes Signal aufgenommen. Ja. Ne? Und jetzt muss das mit ganze kann Ding. Man perfekt triggern. Jetzt muss das ganze Ding aber leider 15 Hertz runter, weil so triffst du halt immer den, weiß ich nicht, die Quarte oder die Quinte vom Grundton. Ja. Und das ist halt scheiße für den, für die 4 und 5 in der Akkordfolge. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Bei Dua Lipa haben sie sich halt wirklich um jedes Detail Gedanken gemacht. Ja. Deswegen ist der Bassbereich, und das fragen mich auch immer viele, ja, wie kriege ich den Bass so fett? Ja, so. Ne? Fetten Bass, erstmal ein T-Shirt kaufen. Ach so, Für alle, die bei YouTube nicht bei YouTube sind, fetten Bass steht da bei Jonas auf der Brust. Und dann halt Gedanken über Tonart machen, ne? Und dann eben Tonart auch auf die perkussiven Elemente anwenden. Da siehst du, wie viel. Wir sind ja schon spät in der Folge. tatsächlich, wie viel Handarbeit, wie viel Wissen und Know-how da auch hintersteckt und so weiter. Also das ist, und es ist ja auch in dem Song nichts zu viel. Ne? Also es ist definitiv nichts zu wenig, aber auch definitiv nichts zu viel. S-Laute sind schon stark, finde ich. Ja, nerven aber noch nicht. Da kann man sich ja auch verrückt machen mit. Yes, kann man. Aber muss man definitiv nicht, solange der Sänger oder die Sängerin nicht unfreiwillig lispelt. Also Leute, die selber von sich lispeln, ist eine andere Geschichte, aber nicht unfreiwillig lispelt durch den DSer, ist alles gut. Letztendlich muss man sich einfach mal eine Produktion aus den 80ern und 90ern anhören, wo der DSer noch nicht so exzessiv eingesetzt wurde. Da knallt schon einiges durch, muss man wirklich sagen. Aber, sage ich dann nur. Habe ich daraufhin noch nie gehört, aber werde ich jetzt mal tatsächlich. Und wir können aber festhalten, dass Dua Lipa auf jeden Fall einer der klassischen Referenzsongs ist. Übrigens auch deutlich lauter als Get Lucky. Naja, viel. Ne? Also wenn du Get Lucky anmachst, dann muss ich auf jeden Fall meinen Monitor-Controller noch mal ein paar ungefähr, also Get Lucky geht so irgendwie bis minus 8, minus 9. Ja. Und ich glaube, die Spitze bei, steht da hier noch, minus 5,2 auf Short-Term-Loudness. Also das ist schon ordentlich, aber dadurch, dass eben die Makrodynamik da ist, also nochmal Makro für alle, die das nicht wissen, Makro betrachtet oder bedeutet der Lautstärkeunterschied oder Dynamikunterschied zwischen zum Beispiel Intro, Strophe, Refrain und nicht jetzt Dynamik im Sinne von, wie ist der Bassdrumschlag auf der 1 und der 3 im Verhältnis. Ne? Das ist dann Mikrodynamik. Ja. Ne? Also Mikrodynamik ist nicht viel drin, kann man sagen. Es ist sehr, sehr dicht. Aber auch nicht die Aufgabenstellung. Überhaupt nicht, ist auch gar nicht gefragt. Nee. Makrodynamik ist auf jeden Fall vorhanden und für mich auch bei dem Song mal wieder dieser Satz, der immer so ein bisschen lapidar klingt, aber der so wichtig ist, also the magic is in the midst. Das ist definitiv so. Also in den Mitten, da wo die Vocals sind, da wo die Hauptinformationen, die melodischen Informationen auch sind, da wird ein Song erfolgreich oder nicht und nicht, ob bei 30 Hertz keine Ahnung, irgendwas Lustiges passiert. Ja. Das ist nice to have und das sollte, wenn es da ist, dann auch
vernünftig sein und kontrolliert und balanciert sein. Aber die Mitten sind hier so genial gemacht. Sie sind so energetisch, so fokussiert in den Vocals und auch in den anderen Elementen, ohne dass irgendwas nervt und ohne dass sich Sachen überlagern. Das ist richtig stark gemacht. Es freut mich, dass ich dir eine Freude machen konnte. Ja, total. Also der Song wird auch bei mir jetzt, den werde ich mir bei Qobuz oder wie auch immer man das ausspricht, Qobuz, glaube ich, da, wo man verlustfrei Wave-Dateien kaufen kann. Okay. Hatten wir schon mal drüber gesprochen, haben wir auch schon mal verlinkt. Ja. Ne? Also da, wo ich meine Referenzen und sowas kaufe, da werde ich mir den zulegen. Und für alle, die da Bock drauf haben, ich glaube, so ein Song kostet ja irgendwie 1,99 oder 2,99. Also das ist Musik immer wert. Das ist ja das Problem auch, dass sowieso wir über die Jahre vergessen und haben. Und gerade als Referenz. Genau, gerade als Referenz. Gerade als Referenz, bevor ihr euch so eine MP3 von YouTube rippt oder so ein Kram und das dann irgendwie irgendwo reinzieht und euch dann wundert. Ja, zum groben Einschätzen reicht das ja auch vollkommen aus. Ja, ne? Aber wenn man nicht mal zwischendurch auf Seitensignal schalten will und merkt, Ja, genau. Aber oder wenn du einen 5.000 € Kopfhörer hast und dich wunderst, warum der nicht so besonders gut klingt. Also Tidal ist eine Empfehlung auf jeden Fall. Oder Amazon Music, weil da gibt's halt auch unkomprimiert. Da klingt aber auch nicht alles gut. Ich bin manchmal wirklich frustriert, weil ich dann, da steht HD daneben und ich denke, das klingt aber nicht so, wie ich es von meiner CD kenne. Das klingt trotzdem kacke. Also von daher, vielleicht wird bei mir auch nicht immer auf HD umgeschaltet. Musst du vielleicht mal deine Einstellungen überprüfen. Das mache ich, auf jeden Fall. Aber du wolltest mir noch eine Geschichte erzählen, bevor wir zum Schluss kommen, über ein Klassiker-Mikrofon, bevor wir das vergessen und uns verabschieden hier. Aber erzähl mir bitte die Geschichte, ich bin neugierig. Du bist ja auch ein großer Fan vom Sennheiser MD421. Ja, ich habe 4 Stück davon. Ja, sehr schön. Aus verschiedensten Äras und keines hat einen XLR-Anschluss. Meine haben auch alle einen Kleintuchel, genau, Anschluss. Und es gibt jetzt eine neue Version vom MD421, nämlich das MD421 Kompakt. Kompakt? Ja. Und liebe Leute, ich muss hier etwas tun, was ich noch nie gemacht habe. Aber ich zeige jetzt dem Jonas das MD421 Kompakt. Das geht natürlich nicht, weil ich Flugmodus anhabe, aber du siehst, das ist ungefähr halb so groß wie ein MD421 ist. Die haben da eine Mikrofonhaltung dran gebaut. Erstens, und zweitens fehlt da irgendwie ein ganzes Stück. Also liebe Leute, ihr müsst jetzt googeln, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Oder Link unter dem Video in der Beschreibung. Ich pack's einfach mal drunter. Und für alle, die sich darüber aufregen, ja, es ist ein Affiliate-Link. Ich packe aber auch einen daneben, der nicht mit Affiliate ist. Ich würde nur Affiliate reinmachen. Nee, ich biete das für beide an. Ich finde, dass man... Wir müssen den Griechenland-Urlaub finanzieren. Ja, dann glauben die Leute wieder, wir würden das wegen des Geldes machen. Nein. Aber das stimmt nicht. Wir machen das nicht wegen des Geldes, wir machen es wegen der Kohle. Deswegen wegen des Ruhms, dachte ich. Ach so, du für den Fame, ich für die Kohle. So. Auf jeden Fall gibt es jetzt das MD421 in klein. Das gucke ich mir an. Sodass man das tatsächlich auch in einer, ich sag's jetzt mal, Live-Situation benutzen kann. Man könnte das ans Tom hängen, ohne darauf zu hauen und es kaputt zu machen? Erstens das und zweitens, ohne vielleicht auch zusätzliche Stative dahinzustellen und Angst zu haben, dass die Halterung bei den Alten zumindest kaputt geht. Ich weiß, ihr werdet sagen, das neue 421-2 heißt es ja, glaube ich, ne? Ja. Die neue Version, das komplett schwarze. Ja, da gibt's auch schon eine vernünftige Halterung für, aber trotzdem ist das halt so ein Brecher irgendwie an dem Teil. Und es ist viel kleiner. Vielleicht haben wir das Glück und Sennheiser hat auch einen Stand auf der Studioszene. Ja, ich habe sonst einen Draht zu denen. Das könnte man auch darüber mal spielen. Man ist ja immer wieder erstaunt. Ich gucke ja viel Nachrichten und Berichterstattung und Interviews und so weiter und so fort. Und man ist oft erstaunt, wie oft noch das MD421 oder das 441 tatsächlich im Bild zu sehen ist. Auch heute noch, weil es einfach gute Mikrofone sind. Ist ein gutes Mikrofon. 41 ist eins der besten Mikrofone, die je gebaut wurden. Auch wenn es wirklich fantastisch aussieht oder interessant aussieht für die einen oder andere. Ich bin ein Riesenfan vom 441. Yes. So, und weil wir sind ja schon total spät jetzt, aber trotzdem müssen wir noch über zwei Dinge sprechen, ganz schnell. Okay, ich habe Angst. Der nächste Song, den wir in... ich erzähle erst, wo wir in knapp 2 Wochen sind. Genau. Nämlich auf der Studioszene. Wir werden auf der Studioszene sein und werden unseren Podcast da auf dem Studiosofa aufzeichnen. Am 23.10. Mittwoch, 23.10. um 12 Uhr. Genau. Schön in der Mittagszeit. In Hamburg. Also wenn ihr Bock habt, in Hamburg sowieso wohnt oder Zeit habt oder sowieso zur Messe kommen wolltet. Mittwoch, 23.10. 12 Uhr auf der Studioszene, also in dem Bereich von der LeadCon, wo die Studioszene ist, auf dem Studiosofa, zeichnen wir live vor Publikum auf.
live on tape quasi, mehr oder weniger. Ich freue mich gespannt, schon wieder. Wen und was wir da alles treffen werden. Ja. Das wird auf jeden Fall gut. Ich freue mich sehr und da werden wir auch über den neuen Song des Monats sprechen, der darf wieder von meiner Seite aus kommen. Ja. Nämlich The Eagles. Hotel California, aber ganz wichtig. Bevor sich bei dir die Nackenhaare hochstellen. Genau, live on MTV 1994 vom Album Hell Freezes Over. Kann ich jedem von euch ans Herz legen, da mal reinzuhören. Ein ganz, ganz toller Song, ganz, ganz tolle Live-Version, die auf jeden Fall für Gänsehaut zumindest bei mir immer sorgt. Und auch wenn das Ganze von 1994 ist, bis heute eine der bestklingendsten Produktionen ever. Und ich habe eine spannende Geschichte dazu, die erzähle ich dann aber auf dem Sofa. Wir freuen uns auf jeden Fall, am 23.10. in Hamburg jo, zu sein. Ne? Genau. Und dann werden wir wieder gehen wir wieder in den, wie hieß es nochmal? Naja, ist egal. Verraten wir jetzt. Ratsklause. Wir haben eine Stammkneipe bereits in Hamburg, die wir wieder besuchen werden. In diesem Sinne, schalten Sie in 2 Wochen ein oder wir sehen uns vielleicht in nicht ganz 2 Wochen, in 1,5 Wochen auf der Studioszene, wenn der liebe Jonas Folgendes sagen wird. Der erstbeste Zeitpunkt, einen neuen Mix zu starten, war gestern und der zweitbeste ist jetzt. Also ran an die Feder und wir sehen uns. Yassas. Ciao. Und wenn wir dann in Hamburg sind, in Hamburg sagt man Tschüss. In Hamburg sagt man Moin da. Nee, da sagt man Tschüss. Also, Mensch, können wir Fischbrötchen essen in Hamburg? Nee, Franzbrötchen.